Ich habe eine Frage. Ja? Kommt das wirklich in dein Video? Ja, ja. Ich bin fertig, Leute. Ich habe alles gesehen in meinem Leben. Man kann nicht raus. Ich habe es zu viel. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Ich lege mich mal ganz kurz hier hin. Viele werden sich jetzt fragen, hey, Revi, wo bist du denn? Was machst du denn Schönes? Und Leute, ich befinde mich gerade hier in Berlin in einem wunderschönen Hotel, in dem ich sehr gerne tatsächlich übernachte, weil es eins der bequemsten und coolsten Hotels ist. Vor allem haben wir diese chilligen Hängematten und ich denke mal, ich werde jetzt hier 4000 Instagram-Bilder machen. Ich bin eingeladen, wo ihr vielleicht schon schwer erkennen könnt, von YouTube. Die haben hier einen Creator Summit und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein wenig verwirrt, denn ich hatte überhaupt keine Ahnung, was abgeht. Jedenfalls sind wir hier alle eingeladen worden. Dena ist, glaube ich, noch mit hier. Palle ist gerade auch am Weg. Freddy ist gerade auch am Weg hierhin. Und wir sind hier quasi um... Ich weiß nicht, was zu tun. Das ist ziemlich weird, weil wir sind einfach hier und dann treffen wir halt andere Leute. Und scheinbar ist das sehr international hier und ich bin gespannt, was für andere Leute hier noch sind. Ich habe mich gerade mit dem Italiener im Aufzug unterhalten. Sehr netter Typ. Hier auf jeden Fall erstmal eine ganz kurze Roomtour von meinem Bett. Hier steht einmal Almost Home und dann steht hier Let's Spend the Night Together. Gut, dass ich alleine hier bin und niemanden hab. Vielleicht legt sich ja ein paar Luten. Ich meine, die Chaos-Wege-Zeiten waren schon ziemlich schön. Da haben wir das öfter in einem. Reden wir nicht drüber, Leute. Vielleicht legt sich ein paar Luten einfach zu mir und gut ist. Ich würde sagen, jetzt, meine Freunde, in guter alter YouTuber-Manier, erstmal hier riesige Shoutout für dieses Bild. Ich weiß zwar nicht, was das unter meiner Nase ist. Ist das ein Schnurrbart oder nicht? Oder ist das einfach nur ein Schatten? Ist egal. Ich finde es echt nett, dass ich das gemacht habe. Hier ist auf jeden Fall noch ein Paket, Leute. Und das werden wir jetzt erstmal ganz kurz öffnen. Da steht. Creativity. Genau, okay, haben wir gemacht, Leute. Ja, das Geile ist, dass dieses Hotel hier direkt neben dem Zoo ist. Also hier vorne ist direkt der Pavian-Käfig, glaube ich, ist es. Das ist ein Affengehege, meine ich, wenn ich mich nicht irre. Ich würde sagen, wir widmen uns mal ganz kurz hier nochmal diesen kleinen, aber feinen Paketchen. Wir öffnen mal ganz vorsichtig hier dieses Badge. Und hier ist ein Pulli. Und auf diesem Pulli steht einfach nur drauf. Ja, sehr geil. Schauen wir weiter, was wir hier drin haben. Wir haben hier einmal ein... Geil! Endlich ein Google Home. Dann haben wir hier eine alkoholfreie Berliner Bär. Pralinenmischung mit Marzipan-Wal. Das esse ich jetzt direkt, weil das ist geil, weil ich habe nämlich Hunger. Und Marzipan-Walnuss-Praline, geil. Nice, nehme ich mir. Dann haben wir hier noch einmal ein Boost-Shot für More Energy, Guana, Ingwer und Oregano. Und dann haben wir hier ein paar Körten. Ich weiß gar nicht, was das ist. Danke. Dann haben wir hier einen Stift. Ein alter Stift. Ja, geil, Alter. Nice. Dann haben wir hier noch einmal ein wunderschönes Heftchen bekommen. Mit der Skyline von Berlin, mit dem Fernsehturm. Sehr schön. Oh, ich habe meinen eigenen Stempel bekommen. Leute, geil. Ich habe einen Stempel bekommen. Wartet mal. Man kann wahrscheinlich Stempel sammeln. Dafür sind wahrscheinlich diese Karten da. Und guck mal hier. Achtung. Geil, Alter. Richtig, richtig nice. Vielen Dank für dieses geile Paket, YouTube. Das ist ziemlich, ziemlich lit, würde ich sagen. Und ich gehe wahrscheinlich nochmal ganz kurz mich frisch machen. Der Flug hat mich auf jeden Fall geschlaucht. Der Jetset ist real. Oh mein Gott. Dann sehen wir uns später wieder. Bis gleich. Guck mal, Leute. Freddy ist hier und ich bin hier. Gleicher Content. Was geht? Warte. Ab jetzt sind wir singen mein mit dem Vlog. Mein Display hat einen Riss. Ja, moin. Ja, moin. Ja, Freddy hat keine Hängematte. Nee, hab ich nicht. Wie geil ist das denn bitte? Besonders du hast nicht die F***-Wand. Was für eine F***-Wand? Oh, meine Insta-Story gesehen? Nee, was hast du? Ich hab eine F***-Wand. Was ist eine F***-Wand? Ja, ich hab hier so Blech, weißt du, hinter ja. Und da sind überall so Handabdrücke drauf. Weißt du, von Leuten, die da so richtig eine tolle Nacht verbracht haben und die dann ihre Hände da reingestimmt haben. Ich hab schon gesagt, Alter, wenn Palle vorbeikommt, Chaos WG 3.0 hier. Mit der Hängematte, wir können uns überall vergnügen. Fenster auf, direkt Fenster auf. Dann. Kann man. Ja, okay, bye. Dein Leben, da passt du durch, ich nicht. Guck mal, das ist der Zombie im Affengehege. Ich freu mich so. Yes! Okay, Freddy, wohin jetzt, Alter? Sag mal, müssen wir noch länger gehen? Hallo? Wir sind schon, ich muss eine andere Richtung. Ich wollte nur, dass wir ein gutes Video machen. Okay, sehr gut. Ich Junge! Okay, lass uns aber an und noch trotzdem nochmal. Nein, gut. Nee, oder? Doch. Hä? Nee, das ist doch so gemacht worden, oder? Meinst du nicht? Hier, das ist eine. Das ist eine. Da ist überall so Wichse, guck mal. Ja. Da sind so Spritzis drauf. Super, wir gehen uns das Essen. Dann reden wir darüber weiter, Leute. Bis gleich. Bay und ich sind Essen. Na, was gibt's Leckeres? Alter, vertrocknete Olivenkerne. Vertrocknetes Brot. Wo wir gerade beim Vertrocknen all den Sachen sind. Palun ist auch hier. Hey! Nein, du bist frisch und jung wie ein Jungspund. Alter, ich bin so müde, ich habe so einen Hunger. Ja, dann bestell dir was zu essen, weil hier ist geil, das ist eigentlich mein Brot, aber... Wieso ist das denn dein Brot? Ich habe es gerade geordert. Alles das, was deins ist, ist auch meins. Genau, nimm dir meine Olivenkerne, die sind super lecker zum drauf rumkauen, Alter. Schmeckt's dir? Hi, Palle. Super. Alter, Darkroom Stories hier, oder? Weißt du, das ist wie früher in Köln, wo wir mal feiern waren in so Clubs. Erinnerst du dich noch?
Alle waren nie feiern. Achso, du erinnerst dich nicht, ja, ich hab dir aber gesagt. In der Anfangszeit war ich die Partymaschine. Alter, eine holde Mike hier auf dem Bild. Schöner Lippenstift-Palle, der steht dir richtig gut, du. Danke. Mensch, Junge, Junge, Junge. Boah, wie fett das Zimmer ist, Mann. Hey. Und du hast. Hey. Ah, guck mal, er hat auch die Wand. Auch mit Handabdrücken. Eklig. Ich muss ganz normal sagen, Leute, es gibt hier ein kleines Vlog, ich meine, das Palukens-Vlog zu sehen. Und los! Okay. Au! Ist gebrochen! Ja, Palle, was da passiert, man weiß es nicht. Da ist so jemand aus dem Bett gesprungen. Bei mir ist es nicht passiert. Ich hab mal nichts kaputt gemacht. Ja, du warst der Böse. Wenn das YouTube erfährt, du wirst gefeuert. Leute, ihr wisst ja, es gab ja auch einen Kurs DJ Masterclass. Und ich kann mal ganz aus meiner Plattensammlung, ich habe meine Platten natürlich hier mitbekommen. Culture Club, auf jeden Fall eine meiner Favorite Bands. Das weiß keiner, das hier ist mein Vater. Wir sehen uns ziemlich ähnlich. Hier auch Johnny Logan, ja, einer meiner absoluten Lieblingsstars. Eurovisionswinner von 1943. Super geiler Typ. Aber ganz ehrlich, an dieser Platte hier kommt keiner ran, ja. Shakespeare's Sister ist nicht ganz so mein Fall wie Thompson Twins, ja, mit The Gap. Da muss ich jetzt einfach mal ganz kurz drauflegen, Leute. Und hier als DJ-Nostalgiker, da lassen wir jetzt einfach, wir springen, aber wir legen die Nadel mal hier hin. So schön, das ist perfekte Bumsbucke. Viele fragen sich immer, wieso hat ein Schallplattenspieler diese Möglichkeit mit den verschiedenen Pitches hier, mit der BPM? Also, pass auf, wir fangen so an. Ganz langsam und dann geht ihr. Warte, dann geht ihr schneller. Wie viel der Spiel ist das? Palle wirkt einfach so, als würde er jetzt in so eine Reha, weil er so viel gesehen hat. Ich habe eine Frage. Ja? Kommt das wirklich in dein Video? Ja, ja. Klar. Ich bin fertig, Leute. Ich habe alles gesehen, mein Leben. Ich dachte, ich könnte auf YouTube könnt mir noch irgendwas überraschen. Aber jetzt mein Baby in sein Video, wie er auf irgendeiner Schallplatte irgendwas grölt. Man kann nicht raus. Ich habe jetzt Abstand hier die schönste Frau im Raum, oder? Muss man auch sagen, Beth Tito ist wieder am Start. Man kennt sie. Krass, ich sag dir jetzt noch nichts. Ich hab's geliebt, wenn der frühe Lippenstift getragen hat. Wir gehen jetzt gemeinsam zur Rezeption. Es ist nämlich was vorgefallen. So, Leute. So. Meine lieben Freunde, ich werde jetzt die Kamera hier lassen, denn unten gibt es einen kleinen YouTube-Empfang und dieser darf laut YouTubes darf nicht dokumentiert werden, deshalb bleibt die Kamera heute mal hier im Zimmer heute Abend. Ich weiß noch gar nicht genau, was das hier im Video wird. Es wird auf jeden Fall ein sehr interessanter und spannender Vlog. Ich denke mal, die Tage, die wir jetzt hier erleben werden, werden auf jeden Fall echt cool. Die haben sich da wohl echt Gedanken gemacht. Ich finde es cool, die ganzen Jungs nochmal wieder zu sehen und es ist immer echt schön, hier nochmal so zusammenzukommen, gerade mit den internationalen Leuten. Ich habe es eben gesagt, Fun for Louis ist hier einer der Leute, die mich, ich würde schon sagen, ein bisschen dazu motiviert haben, angefangen zu vloggen. Vielleicht spreche ich heute Abend noch was mit ihm, keine Ahnung. Ich werde euch morgen dann auf jeden Fall alles weitere berichten. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns die Tage morgen irgendwann. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Schraubappel. Wie schmeckt's, na? Wie ist der Kaffee? Lecker? Ich habe keinen Bock darauf, was du jetzt machst. Ich möchte es wirklich nicht. Warum nicht? Es ist unangenehm. Es ist unangenehm? Mehr braucht ich nicht. Onkel Palle, kannst du mich anschubsen in die Hängematte? Ja, natürlich. Höher! 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 Nein, nachher geht das Ding kaputt. Ja, du hast gestern schon gut Sachen kaputt gemacht. Ich wünsche, ich könnte das Leben so genießen wie ihr mit der Seifenblasenmaschine im Hintergrund. Das ist schon geil. Wie machst du das denn nicht? Was belastet dich? Alles, mein Leben generell. Ja, wenn ich du wäre, Junge, ich auch wie wird man so entspannt wie ihr? Wie geht das? Gut essen. Gut essen, wenig bewegen. Früh sterben. Geil, Alter. Ja. Gib mir ein K. K. Gib mir ein L. L. Gib mir ein Assenfahrt. Assenfahrt. Ja, was heißt das? Genau. Assenfahrt. So, Bram habe ich auch schon angeschnallt. Safety first. Safety first, oder? Ich meine, gut, wir bremsen jetzt, wenn du erstickst. Aber safety first, Alter. Weil du legst dich aus dem Auto. Richtig, ganz genau. Hallo, meine lieben Jungs. Copyright Music im Hintergrund, natürlich, man kennt es. Natürlich sind Copyright, Alter. Das ist ein YouTube-Sub, ich bitte nicht. Leute, schaut das mal an. Hier lernen wir jetzt ganz viel darüber, warum wir sind. Aber das muss mir kein Vortrag mitteilen. Das stimmt. Aber wie Palle schon eben gesagt hat, das ist alles top secret, sehr geheim. Aber ich erzähle im Nachhinein eh alles. Leute, wir fahren jetzt ins Trabi mit Dena. Das ist jetzt wirklich meine erste Fahrt in einem Trabi. Alter, richtig nice. Geil. Das ist richtig schön. Wie hast du eigentlich noch kaum eingehängt, ich sag mal so.
Wenn ich mein Knie in deinen Rücken bohre, passt es dir, oder? Guck mal hier. Was? Ja, Junge, weiß. So dreist. Hallo, Jungs. Sitzkomfort ist hier auf jeden Fall 10 von 10. Das ist wie die Business Class bei einer führenden Airline, würde ich fast schon sagen. Der Geruch, würde ich auch sagen, 10 von 10. Der Geräuschpegel, 9 von 10. Ich denke mal, das geht noch ein bisschen lauter. Und wir fahren jetzt gemeinsam shoppen. So, Felix, weil du immer dich kleidest wie ein Stück Kacke, wirklich, such dir hier diese Klamotte aus, die du jetzt anziehst, okay? Sie hat gerade gesagt, dass es nicht ungewöhnlich ist, in Berlin Kleider zu tragen. Ich habe hier vorne aber schon ein richtig schönes Netzhemd für dich gefunden, weil ich der Meinung bin, Felix, dass das eine Sache wäre, die wirklich perfekt für dich wäre. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du es heute Abend tragen würdest. Für dich? Für dich, ganz genau. Abends oder dann nach dem Abend? Das oder kannst du dann selber entscheiden, wo du damit hingehst. Wir sind ja in Berlin. Für alle? Für alle. Das ist Dresscode heute Abend. Das Schöne ist, jetzt passt du deinem asozialen Verhalten auf jeden Fall dein asoziales Outfit. Sieht auf jeden Fall straight out aus der 80er, Alter. Leute, ich zeige euch mal erstmal, was ich mir holen will. Guck mal hier. Oh, damn. Ich glaube, bei mir ist diese Paydot-Kette geworden. Das ist eine richtige Monte-Kette. Hier unten schwarz, oben am Gold, dann hier hinten. Wunderschöne Jacke. Ich glaube, ich nehme das. Ich finde es schön, dass du auch immer noch Schiri bleibst mit deiner roten Karte hier. Ganz klar. Du musst nur noch pfeifen. Fanpullis, du weißt. So, Leute, ich habe das T-Shirt mal in die Hose gesteckt. Ich sehe jetzt tatsächlich aus, echt wie aus den 80ern. Die Hose könnte tatsächlich so skinny wie ich es auch aus den 80ern kommen. Ich habe mir diese wunderschöne Kette gekauft, das T-Shirt ist von mir. Und diese Jacke hier, Leute, die hat einen richtig kranken Backprint. Wie gesagt, ich habe gerade einfach mal eine komplette Zeitreise hingelegt. Wenn ich jetzt noch Chucks oder sowas anhätte. Du musst dich mal so rumdrehen, aber so ist es Fleek. Berlin der 80er Jahre, hier bei M. Letzter Tag von der Klassenfahrt. Letzter Tag von der Klassenfahrt. Was machen wir jetzt? Happy Frühstück. Ja, ich habe ein bisschen verpennt und mein Koffer platzt gleich. Danke für die ganzen Präsente, liebes YouTube-Team. Wir werden jetzt ein letztes Mal sagen auf Wiedersehen und dann sehen wir es gleich oben. Auf Wiedersehen, ein letztes Mal. Auf Wiedersehen. Erzähl mal, was passiert ist, als wir gerade tanzen gehen wollten. Dann war es vorbei. Wir haben wirklich gesehen, dass wir reingekommen sind, wir drei, und dann war die Musik einfach aus. Die haben sofort ausgemacht, als Felix angefangen hat, sich einmal zu bewegen, und gesagt, ne, Party ist gelaufen, DJ ist weggelaufen. Der DJ ist, glaube ich, sogar mit seinen Platten hinten vom Haus gesprungen. Ja, der runtergeworfen. Der hat gar keinen Bock mehr. Wir haben jetzt mal geile Vorträge, also eigentlich nicht, nur Freddy. Freddy? Du musst los. Ja. Super. So, meine Lieben, wir sitzen jetzt hier gemeinsam mit dem jungen Herrn im Taxi. Ich habe noch 5 Stunden Zeit, bis ich fliege. Oder 4. 4 Stunden tatsächlich. Wie sagt man so schön, der frühe Wurm stirbt zuerst. Also, in dem Falle sehen wir uns dann am Flughafen wieder. Das oder? Stimmt. Schaut auf jeden Fall an mich selber wieder. Ich habe gestern meine Brille verloren, heute dann auch jetzt meine Bauchtasche mit meinem Portemonnaie. Ist ja nicht so, als würde ich die brauchen, wenn ich irgendwo hinfliege, oder? In meinen Ausweispalle. Kann man auf jeden Fall mal gezielt drauf verzichten. Ich sag jetzt hier auf jeden Fall schon mal auf Wiedersehen, weil ich habe meine Kamera gleich ganz tief weit weg. Weil sonst lasse ich die auch irgendwo liegen. Das wollen wir natürlich nicht, weil diesen wunderbaren Vlog wollen wir natürlich online haben. Nee. Es war auf jeden Fall echt sehr schön, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder eingeladen zu werden, wenn ich da nicht dieses Jahr zu viele Probleme gemacht habe. Was denkst du? Ich glaube, du hast sehr viele Probleme gemacht. Das wird schon irgendwie gepasst. Du hast mein Bett kaputt gemacht. Das warst du selber, Alter. Nein, das hat damit nichts zu tun. Leute, alle lieben Leute sind in der Videobeschreibung verlinkt. Palles Blog natürlich auch. Schaut auf jeden Fall mal gerne vorbei. Und mein Fundraiser. Und mein neues Bett. Die 70 Euro, Alter. Was hat's gekostet? Haben die noch nicht gesagt. Alter, das wird teuer, mein Freund. Das wird teuer. Nein, das ist eine Holzlatte. Ja, aber das war eine Mahagoni-Holzlatte, mein Freund. Das ist Mahagoni-Pressspan. Kinders, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Küsst eure Augen, rechts, links, oben, unten. Macht die Glocke an, habe ich gelernt. Tschüss.